dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit lehrte Jesus wiederum einmal am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört, ein Seemann ging aufs Feld, um zu sehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Aber als die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den 12 allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören, aber nicht verstehen. Damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es. Und es bringt keine Frucht. Auf gutem Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören, aufnehmen
und Frucht bringen. 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Heute ist ein sehr langes Evangelium. Und doch ist in diesem Evangelium eigentlich schon die Antwort gegeben. Jesus fasziniert mich. Denn er hat keine Scheu vor unendlich vielen Menschen zu reden und es ihnen so zu sagen, dass sie es verstehen können. Verstehen können, wenn ihr Herz bereit ist. Wenn in ihrem Herzen nicht andere Dinge drinnen sind, die es besetzen. Wenn mein Herz besetzt ist von allen möglichen Sachen, gibt es keinen Platz für das Wort Gottes. Wenn ich immer wieder danach jage, alles zu wissen, alles zu haben, alles zu können, werde ich dafür ganz, ganz viel Zeit verwenden. Und das Wort Gottes hat wenig Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute dieses Evangelium, vielleicht auch nur den letzten Teil, wo Jesus auch diese Bestätigungen darlegt seinen Jüngern, was damit gemeint ist, wenn wir die durchlesen und vielleicht nicht nur lesen, sondern eindringen lassen in unser Herz und wir unser Herz durchforsten, wo in meinem Herzen sind die Dornen? Wo ist das Unkraut? Und wo ist Platz, wo noch nichts ist, wo das Wort Gottes Platz hat? Wenn wir dies tun, dann sind wir auch aufgefordert, für dieses Wort Schritte zu setzen im eigenen Leben.